Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eine Kriegsstrommessung machen könnt, beziehungsweise Ruhestrommessung machen könnt. Wenn ihr Probleme habt, dass eure Batterie ständig entladen wird oder ihr irgendwo einen heimlichen Verbrauch habt, könnt ihr mit diesen vier Methoden herausfinden, wo das Problem ist. Stellt sicher, dass ihr den Radiocode habt und die Batterie vollständig geladen habt. So, kommen wir nun zu der ersten Methode. Bei der ersten Methode tun wir einmal das schwarze Kabel in COM, das rote Kabel in 20 Ampere Max. Bei den ganzen Messungen, die wir hier jetzt machen, vorsichtig, das Auto nicht starten, Zündung nicht anmachen, weil sonst könnte passieren, dass euch das Gerät durchbrennt. So, die erste Methode ist eine Inline-Messung, die wir machen. Dafür müssen wir jetzt einmal die Masseleitung lösen und tun das Multimeter dazwischen klemmen. Vorher natürlich die Krokodilklemmen dran. Das Auto ist bei uns momentan geöffnet. Wir schalten das Multimeter ein und tun dann einmal das Multimeter dazwischen klemmen. Eine Krokodilklemme auf die Klemme, ziehen das Ganze hier ab und tun die Krokodilklemme hier zwischen. Und sehen, momentan verbraucht er 0,2 Ampere und müssen jetzt circa 15 Minuten warten, um zu gucken, beziehungsweise warten, bis die Steuergeräte in die Ruhephase reinfahren. So, nach 15 Minuten circa haben wir 0,07 Ampere, 0,6 Ampere. Das passt. 0,005 Ampere ist der optimale Wert. Solltet ihr den nicht erreichen, beziehungsweise seid drüber, habt ihr irgendwo einen heimlichen Verbraucher und das zieht eure Batterie leer. So, jetzt habt ihr überprüft, ob ihr irgendwo einen heimlichen Verbraucher habt. Um jetzt herauszufinden, wo er ist, gibt es einmal die Möglichkeit, dass ihr anfangt, die Sicherungen zu ziehen. Das Problem ist bei neuen Fahrzeugen, was wir haben, jede Sicherung, die wir ziehen, müssen wir wieder ein paar Minuten warten, meistens 15 Minuten, 10 Minuten, bis die Steuergeräte wieder in der Ruhephase sind. Und das bei jeder Sicherung, das dauert zu lange. Dafür gibt es einmal die dritte Methode, die wir machen. Da können wir die Ruhestrommessung über die Sicherung machen. So, die Problematik, die wir bei manchen Fahrzeugen haben, ist, dass der Sicherungskasten sich nicht im Motorraum befindet, so wie beim Golf 5, sondern das beim BMW zum Beispiel im Armaturenbrett. Damit ihr aber trotzdem die Sicherung ziehen könnt und das Fahrzeug verschließen könnt, tut ihr dann einmal einfach den Türkontakt einfach einmal zuschließen und dann einmal mit der Zentralverriegelung das Auto abschließen. Und somit könnt ihr dann die Sicherungen ziehen. Kommen wir nun zur Methode 2. Bei der Methode 2 benutzen wir die Messspitzen, machen die dann einmal drauf. Schalten das Amperemeter wieder an, beziehungsweise Multimeter. Diese Methode ist am besten dafür geeignet, wenn ihr den Radiocode zum Beispiel nicht habt. Somit haltet ihr eine Messspitze an die Klemme und eine Messspitze an den Pol. So, und zwar einmal an die Klemme und einmal hier unten an den Pol und zieht dabei die Klemme ab. Und somit könnt ihr dann gucken, das Fahrzeug natürlich wieder abschließen, wie in der ersten Methode. Also hier in der Methode zeige ich euch einfach nur, wie ihr die Klemme löst, ohne dass der Radiocode bei euch verloren geht. So, das waren die zwei Inline-Messungen. Das Problem ist, was wir dabei haben, wenn wir jedes Mal die Sicherung ziehen, müssen wir ja circa wieder 10 bis 15 Minuten warten, damit die Steuergeräte in der Ruhephase sind und wir überprüfen können, ob das die Sicherung ist, wo Kriegsstrom gezogen wird. Deswegen zeige ich euch die dritte Methode, wie ihr die Ruhestrommessung über die Sicherung machen könnt. So, bei der dritten Methode stellen wir einmal auf Volt ein, das Rote stecken wir auf Volt, das Schwarze auf COM. Benutzen hierbei die Messspitzen. Wir machen das Ganze hier auch einmal drauf. Machen das Gerät an. So. Und gehen dann einmal auf den Sicherungen, auf die beiden Pinne drauf und messen den Spannungsabfall an der Sicherung. So, wir haben 0,00 Volt. Das ist optimal. Und so geht ihr alle Sicherungen durch und auf der Sicherung, wo ihr mehr als 0,00 Volt habt, dort habt ihr einen heimlichen Verbraucher. Es gibt noch eine Tabelle, wo man umrechnen kann, bis zu welcher Toleranz man gehen kann, beziehungsweise wie viel in Ordnung ist, wenn die Sicherung zieht. Die stelle ich euch auch zur Verfügung. So, kommen wir zur vierten Methode. Bei der vierten Methode könnt ihr die ganze Messung mit einer Amperezange machen. Bei der Amperezange ist zu beachten die Fallrichtung. Das könnt ihr dann auch einmal um die Masseleitung legen. So, und dabei könnt ihr dann messen, wie viel
gezogen, wie viel Ruhestrom bzw. Kriegsstrom gezogen wird. Das Problem besteht aber bei der Amperezange genau dasselbe. Wenn ihr die Sicherungen zieht, müsst ihr dann wieder 10 bis 15 Minuten warten, bis die Stellgeräte wieder in der Ruhephase sind. Das Problem, was ich habe, meine Amperezange ist nur fürs Oszilloskop, deswegen kann ich euch das nicht demonstrieren. Nur einmal darauf hinweisen, auf die Fallrichtung achten. Das Ganze gibt es auch fürs Multimeter. Ja. Und ich hoffe, ich habe euch dabei geholfen. Ich hoffe, ihr habt das Problem bei eurem Auto gefunden und das Video hat euch gefallen. Dann lasst doch mal einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao.